Hallo Leute, das hier ist jetzt nur für den Angelo, also ja, sei happy. Ich bin heute Emo-Ben und der Emo-Ben möchte euch heute natürlich auch mal etwas zu essen vorstellen, was man am besten isst, wenn man Emo ist. Ja, ich habe hier einmal zwei ganz traurige Toastscheiben mir geholt, um euch jetzt zu zeigen, wie wir diese belegen können, um dann etwas sehr hoffentlich Leckeres zu machen, und ich hoffe, ihr macht das vielleicht auch nach. Also wie gesagt, zwei Toastscheiben werden benötigt und dann werden wir dort Folgendes rauftun. Einmal nehmen wir hier das hier und da haben wir hier nämlich einmal Blut. Dieses Blut wird geöffnet und mit diesem Messer noch etwas umgerührt, damit die Konsistenz nicht ganz so, naja, fest ist, sondern damit das wieder etwas in Wallung gerät. Dieses Blut lassen wir jetzt hier einfach so auf unseren Toast heruntertropfen. So, das dürfte auch schon genügen. So, ich mache das mal hier wieder rein. So. Scheiße. Ja, dann nehmen wir diese Marmelade, Blut, nicht zu vergessen. Und dieses Blut wird jetzt noch übergossen mit dem hier. Und das ist sogenannte dunkle Materie. Diese dunkle Materie muss natürlich auch nochmal mit dem Blut gemischt werden, damit es eine dunkle Substanz ergibt. Und mit dieser dunklen Substanz, die werden wir dann auf diese Messerspitze, diese scharfe Messerspitze, hier rauf machen. Und diese Messerspitze wird dann mit diesem Blut hier drauf vermischt. Das sieht wunderbar aus. Und ich sollte aufpassen, dass nichts daneben geht, weil, ja, von Blut und dunkler Materie möchte man wirklich nichts verschwenden. So, das haben wir jetzt hier auch drauf. Ich hoffe, das ist so halbwegs gut gelungen. Ich habe versucht, das Symbol Satans hier reinzumachen, aber es ist nicht so ganz gelungen, wie ich wollte. Schade eigentlich. So, ja, dann hätten wir das auch. Und eine Sache fehlt noch, nachdem wir das auch wieder an die Seite gestellt haben, nämlich das hier. Und das ist, meine lieben Freunde, etwas, ja, aus meiner Kniescheibe, die ich gestern Nacht geritzt habe. Da habe ich mir ein Stück Kniescheibe rausgeschnitten, um es jetzt auf dieses Toast zu legen. So, ja, dieses Stück Knie sieht auch schon sehr traurig aus. Es erinnert mich fast an einen Smiley, der traurig guckt, und ja, ist doch ganz nett, sag ich mal. So, nachdem wir das auf ein Toast gelegt haben, legen wir jetzt das zweite traurige Toast hier rauf. So, fast wie ein Sarg, der jetzt geschlossen wurde, für immer wahrscheinlich. Und um das Ganze noch etwas zu befestigen, müssen wir noch einen Schritt erledigen. Und dieser Schritt hat etwas hiermit zu tun, den Sargmaker. Ja, mit diesem Sargmaker machen wir jetzt unser Sarg komplett. Wir nehmen nämlich dieses tolle, traurige Brot, legen es hier rein und machen das Ganze dann einmal zu. So, richtig fest zu. Und nachdem das Ganze zu ist, schalten wir es ab. So, nachdem unser Sarg nun fertig gesagt hat, werden wir das Ganze jetzt öffnen. Dieser Hauch der Toten ist einfach wunderbar. Jetzt werde ich das Ganze entfernen. Und da haben wir auch schon unser super leckeres Stück, welches wir uns nun schmecken lassen werden. Ich bin schon ganz belebt davon. Ich muss es jetzt einfach essen. Schmeckt das lecker.